In dieser Videolektion geht es darum, Rand an ein Bild anzufügen oder Rand abzuschneiden, ein Bild zu drehen und ein Bild zu spiegeln. Das machen wir mit den Befehlen Bildarbeitsfläche, Freistellen und Zuschneiden. Das Hinzufügen von Rand kann man beispielsweise auch gebrauchen, wenn man zwei Bilder auf einmal drucken will. Auch das erkläre ich in diesem Tutorial. Wählen wir mal zuerst Bildarbeitsfläche. Es öffnet sich nun dieses Menü. Wenn ich die Option Relativ deaktiviere, bekomme ich hier die Breite und Höhe des Bildes angezeigt. Ich kann hier Zentimeter oder irgendein anderes Maß auswählen. Wenn ich nun ein neues Maß angebe, beispielsweise wenn ich jetzt hier eine Breite von 2100 Pixeln angebe, dann würde in diesem Falle ein Rand von 50 Pixeln an jeder Seite angefügt. Wenn ich diese Option relativ aktiviere, dann gebe ich nur die Breite des Randes an. Das würde also jetzt genau das gleiche bedeuten. 100 Pixel Rand wird hinzugefügt. Der neue Rand ist 2100 Pixel. Ich gebe jetzt auch mal hier eine Höhe von 100 Pixeln ein. Jetzt haben wir an jeder Seite 50 Pixel. Dieses Feld bedeutet, die Pfeile sind der Rand, das ist das Bild. Also in diesem Falle würde an jeder Seite jetzt 50 Pixel Rand hinzugefügt. Würde ich jetzt hier klicken, dann würde nur unten und rechts Rand angefügt. Das wären dann 100 Pixel unten, rechts 100 Pixel. Hier sieht man das jetzt. So. Hier unten haben wir dann noch die Möglichkeit, eine andere Farbe einzugeben. Ich kann hier wählen Vordergrundfarbe, Hintergrundfarbe. Das sind die hier eingestellten Farben. Das ist Vordergrund, das Hintergrund. Ich kann sagen Weiß, Schwarz oder Grau. Oder ich klicke auf Andere. Und kann dann hier irgendeine Farbe auswählen. Sobald dieses Fenster auf ist, kann ich aber auch ins Bild klicken und mir aus dem Bild eine Farbe holen. Auch das ist möglich. Man kann dieses Arbeitsfläche sehr schön nutzen, um ein Passepartout an ein Bild anzufügen, indem man das mehrmals macht. Wenn ich jetzt beispielsweise einmal hier Rand anfüge, 100 Pixel, dann nehme ich nochmal 10 Pixel schwarz. Und dann nochmal 500 Pixel eine andere Farbe. Dann hat man ein schönes Passepartout für das Bild. Nun noch eine andere Einsatzmöglichkeit für diesen Befehl. Nehmen wir mal an, ich habe hier zwei Bilder und die möchte ich auf einmal auf einem Blatt ausdrucken. Die Bilder sind beide gleich groß. Ich wähle jetzt eins der Bilder aus, gehe auf Bild, Arbeitsfläche und jetzt füge ich unten 100% Rand hinzu mit der Option Relativ. Muss ich das auswählen, hier habe ich Farbe Weiß und jetzt hat er unten den Rand angefügt. Jetzt gehe ich auf dieses Bild, sage Steuerung A. Oder Auswahl alles auswählen, dann Steuerung C oder Bearbeiten kopieren und dann gehe ich hier rein und sage Steuerung V oder Bearbeiten einfügen. Jetzt ist hier eine neue Ebene entstanden, das sieht man in der Ebenenpalette, Fensterebene blendet die Ebenenpalette ein und mit diesem Verschieben-Werkzeug kann ich jetzt die Ebene hier nach unten schieben. Nun habe ich die Möglichkeit, das auf einmal auszudrucken. Ich kann diesen Menübefehl aber auch dafür benutzen, um Rand abzuschneiden, indem ich entweder hier Minuswerte eingebe oder hier ein neues Maß eingebe. Dann kommt die Meldung, die neue Arbeitsfläche ist kleiner als das aktuelle Bild, Teile werden abgeschnitten. Sie müssen das dann mit OK bestätigen, dann wird der Befehl ausgeführt. Wenn man also per Zahleneingabe Rand hinzufügen will oder abziehen will, dann ist das über Bild, Arbeitsfläche eine gute Möglichkeit. Es gibt auch noch die Möglichkeit, ein Bild auf eine Auswahl zurechtzuschneiden.
Es gibt hier verschiedene Auswahlwerkzeuge. Wählen wir mal das Auswahlrechteckwerkzeug und wählen Sie dann hier rechte Maustaste alle Werkzeuge zurücksetzen, um die Standardeinstellungen herzustellen. Und jetzt kann man mit gedrückter Maustaste hier so ein Rechteck aufziehen und kann das, wenn man innerhalb des Rechtecks klickt und schiebt, dieses Auswahlrechteck auch verschieben. Nun habe ich die Möglichkeit, über den Menübefehl Bild freistellen, mein Bild genau auf diesen Auswahlrahmen zurechtzuschneiden. Mit STRG D hebt man die Auswahl wieder auf. Ich habe hier in den Optionen des Rechteckauswahlwerkzeugs die Möglichkeit, ein festes Seitenverhältnis einzugeben, beispielsweise 1 zu 1, um eine quadratische Auswahl aufzuziehen. STRG D hebt die Auswahl auf. Des Weiteren kann ich hier eine feste Größe eingeben. Mit rechter Maustaste kann ich auch eine andere Maßeinheit wählen. Und nun muss ich nur einmal im Bild klicken und dann wird die Auswahl in der Größe aufgetragen. Hat man ein Bild mit transparenten Bereichen und möchte das Bild auf das eigentliche Bildelement zurechtschneiden, so macht man das über Bild zuschneiden. Jetzt wählt man hier transparente Pixel aus und kann jetzt hier wählen, welchen Rand man abschneiden will. Wenn ich beispielsweise nur oben aktiviert hätte, würde nur der obere Rand abgeschnitten. Auch Bilder, die einen einfarbigen Hintergrund haben, kann man auf die Art und Weise zurechtschneiden, mit Bild zuschneiden. Ich wähle jetzt hier mal nur oben und unten, links und rechts deaktiviere ich mal, damit Sie den Unterschied sehen. Hier wähle ich Pixelfarbe oben links, das heißt also alle Pixel, die die gleiche Farbe haben wie der Pixel hier oben links, werden abgeschnitten und so sieht das Ergebnis aus. Nun möchte ich Sie noch auf diese Grundfunktion Bilddrehung hinweisen. Hier kann man ein Bild in 90 Grad Schritten drehen, hier 180 Grad, 90 Grad im Uhrzeigersinn, 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Per Eingabe ermöglicht eine Zahleneingabe. Ich zeige Ihnen in der Videolektion Freistellungswerkzeug, aber auch, wie man das noch auf andere Art machen kann. Und dann haben wir hier noch die Funktion Arbeitsfläche horizontal spiegeln. Und hier haben wir dann noch den Befehl Arbeitsfläche vertikal spiegeln. In der nächsten Lektion zeige ich Ihnen dann das Freistellungswerkzeug. Ich mache dazu aber zwei Versionen, einmal für CS5 und einmal für die höheren Versionen, denn da hat sich doch einiges geändert. Das kann man in einer Version nicht so gut erklären. Sie können sich dann Ihre Version aussuchen.